Hallo zu einer neuen Sendung 7 Meter, die vollgepackt ist mit Handballinfos. Heute starten wir aber mal ein wenig anders, denn wo sonst auf Biegen und Brechen um wichtige Punkte gekämpft wird, durften wir diese Woche in Flensburg eine Überraschung erleben. Zweibeinige Profis mit ihren vierbeinigen Hundefreunden in Aktion. Drei Männer, drei Hunde, dreifach Spaß in Flensburg. Thomas Mogensen, Rasmus Lauge und Johann Jakobsson in der Halle. So wie jeden Tag. Aber dieses Training war etwas ganz Besonderes, denn heute durften ihre Vierbeiner ran. Das ist Nero. Er heißt Winner. Also das ist Carlo. Nero, Winner und Carlo sind die treuen Begleiter der SG-Spieler. Heute durften sich die drei in der Trainingshalle der SG Flensburg-Handewitt austoben und auf allem herumkauen, was zu finden war. Der neue Sponsor Trixi organisierte für die Vierbeiner quasi einen Tag im Hundeparadies. Wir fanden ja das alle lustig, hier ein bisschen die Spieler, die da mit Hund hier zu treffen und ein bisschen spielen und gucken, was die alle da machen können. Und das hat schon Spaß gemacht, hier zwischen Beinen zu laufen, rüber etwas zu springen oder einfach nur miteinander zu spielen. So, ja, wie gesagt, die haben Spaß gehabt, wir haben Spaß gehabt. Winner wollte zwar eigentlich nur mit Herrchen Thomas Mogensen kuscheln, ließ sich dann aber doch auf das ein oder andere Kunststück ein. Das Herumrennen überließ er aber lieber den jüngeren Kollegen. Sein Besitzer sieht da gewisse Parallelen zu sich selbst. Er ist schon älter als die beiden anderen da und man merkt schon, dass er langsam müde wird. Aber das sieht ja schlau aus. Einer wirft den Ball, er lässt die anderen den holen. Dann geben die das ab und er übernimmt das. Das ist ja wie ein Spielmacher. Er versucht das ganze Spiel zu steuern und macht die schlauen Sachen. Nero und Carlo waren da schon mehr für Bewegung zu begeistern. Und für kleine Übungen und Tricks. Deutlich wurde beim Training, die Hunde hängen an ihren Herrchen. Und die Herrchen hängen an ihren Vierbeinern. Er ist ja immer bei uns und immer wenn man zu Hause kommt, dann ist er da. Und ich finde das sehr schön, dass wir ihn haben. Ja, er macht mir ruhiger und dass ich mehr als normalerweise rauskommt, obwohl das Wetter schlecht ist. Fast, dass er einfach nur zu Hause manchmal liegen, dann, dass er da ist, das merkt man schon und das bedeutet auch viel. Die normalerweise knallharten Handballer ganz sanft mit ihren Vierbeinern. Nach der Anstrengung gab es am Schluss natürlich auch Belohnungen. Und wer kann zu einem Stück Hundeschokolade schon Nein sagen? Dieser Tag hat bewiesen, ein Hundeleben kann doch so schön sein. Die Vierbeiner der SG Flensburg-Handewitt haben schon mal Vollgas gegeben und wie sich ihre Herrchen und auch alle anderen Teams in der DKB Handball-Bundesliga geschlagen haben, das seht ihr jetzt in unserer Zusammenfassung. Die Trainerbank der Füchse sah erneut ein Unentschieden der Berliner. Ob es dieses Mal wieder ein gewonnener Punkt war, abwarten. Gegen die TSV Hannover-Burgdorf erwischte Berlin den besseren Start und führte nach 11 Minuten bereits mit 4 Treffern. Vor allem dank der beiden Serben Drago Vukovic und Peter Nenadic lieferten die Füchse eine souveräne erste Halbzeit ab. 6 Tore mehr standen auf der Anzeigentafel, auch weil Hannover zu oft beim Abschluss scheiterte. Halbzeit 2 wirkte zu Beginn wie ein anderes Spiel. Ballverluste der Berliner, konsequente Bestrafung durch Hannover. Nach 5 Minuten hatten die Recken bereits auf 16:18 verkürzt. Berlin bis dato noch kein Tor nach Wiederanpfiff. In der Folge glich Hannover aus. Beim 19:19 wurden die Karten neu gemischt. Ein offener Schlagabtausch jetzt zwischen den beiden Kontrahenten. Hannover führte, Berlin führte und in der letzten Spielminute stand es unentschieden. Noch einmal Spannung beim letzten Freiwurf. Das Endergebnis blieb aber schließlich 28:28. Stuttgart gegen Magdeburg. Ein Aufsteiger empfängt einen Anwärter für die internationalen Wettbewerbe. 3:0, Magdeburg legte gut los. Nach den ersten noch verschlafenen Minuten kam aber auch Stuttgart in Fahrt. Nach knapp 20 Minuten stand es 9:9 unentschieden. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beim Stand von 15:14 für den SCM die Seiten gewechselt wurden. Magdeburg trumpfte im Anschluss auf. Dario Quenstedt parierte zahlreiche Bälle und die neue Wunderwaffe Michael Damgaard netzte vorne ein.
Auch gegen die spätere Abwehrvariante Damgaard kurz zu decken, fand der SCM Lösungen. Zwar ließ Geir Svenssons Team die Stuttgarter noch einmal ein wenig herankommen, sorgte aber 5 Minuten vor dem Ende mit dem 31:27 für die Vorentscheidung. Matthias Musche erzielte schließlich den letzten Treffer der Partie, Endstand 33:30. Das ist eine gute Mannschaft, ich meine Magdeburg. Und wenn du da ein bisschen am Anfang auch nur 1-2 Tore verschläfst, ich glaube, wir haben die ersten 5 Minuten gar kein Tor geschossen, dann ist halt ganz schwierig, da nochmal zurückzukommen. Ja, der Jubel hält sich in Grenzen. Wir freuen uns alle sehr, aber es muss weitergehen jetzt. Also wir dürfen jetzt nicht denken, alles ist, die Saison ist vorbei, weil wir jetzt in Bittenfeld gewonnen haben. Wir müssen jetzt so durchstarten und müssen weitermachen. Und ja, wenn möglich, nächste Woche wieder 2 Punkte holen. Über Wetzlars starken Saisonstart wurde viel gesprochen. Gegen den BHC hieß es weiter nachzulegen. In den ersten Spielminuten taten sich die Hessen aber schwer gegen die Bergischen Löwen. 4:4 nach 11 Minuten, dann aber war Wetzlar da und legte los. Andreas Wolf war der Mann des Spiels, hielt einen Ball nach dem anderen und sorgte dafür, dass Wetzlar dem BHC fast unaufhaltsam davonzog. Zur Halbzeit bereits eine 7-Tore-Führung. Gleiches Bild in der zweiten Hälfte. Parade, Maximilian Holz traf per Gegenstoß. Dieser Ablauf war an diesem Abend mehrfach zu sehen. 10-Tore-Differenz schon in Minute 37. Der Bergische HC wirkte ideenlos und irgendwie auch machtlos gegen einen überragenden Andreas Wolf. Am Ende ein deutlicher 28:19 Heimsieg für Wetzlar. Und die Saison läuft weiter, so gut wie noch nie. Das ist natürlich sensationell. Ich glaube, wir sind wieder tabellisch hochgerutscht, wo wir gar nicht drauf gucken natürlich. War ein harter Kampf, auch wenn es nachher gar nicht so aussah. Ich denke, der Andi hat uns mit seinen Paraden den Rücken freigehalten, haben uns so Mitte der ersten Halbzeit freigeschwommen, dann sensationell gespielt bis 15 Minuten vor Schluss und dann routiniert runtergespult. Zudem gab es in dieser Woche noch die folgenden Spiele. Melsungen ist in Topform und zeigte dies auch gegen Lemgo. Die Jungs von Michael Roth ließen dem TBV keine Chance. Mit 37:24 gewann die MT in eigener Halle. Gummersbach kämpfte am Sonntag gegen Flensburg, konnte aber die Heimniederlage gegen die Nordlichter nicht verhindern. Die SG war zu stark für den VfL und nahm nach dem 32:25 2 Punkte mit nach Hause. Hektisch wurde es beim Spiel Göppingen gegen die Füchse. Die erste Halbzeit ging klar an Frisch auf, dann holte Berlin mit einem 7:1-Lauf sensationell auf. In der hitzigen Endphase hatte dann wieder Göppingen die Nase vorn und siegte mit 25:23. Am Mittwoch trafen außerdem noch Flensburg und Lemgo aufeinander. Die SG ließ schon von Beginn an wenig Zweifel aufkommen und behielt die Punkte in der Hölle Nord. 29:21 lautete das Endergebnis. In der Tabelle sieht es nach den Partien der letzten Woche jetzt so aus. Die Löwen diese Woche ohne Spiel in der Liga, dafür in der Champions League aktiv, bleiben weiterhin auf 1. Flensburg hat sich mit den beiden Siegen auf Platz 2 gekämpft, mit aber bereits 2 Spielen mehr als Verfolger Melsungen. Die Füchse rutschen auf Platz 7 der Tabelle, Gummersbach und Lemgo nach Punktverlusten in dieser Woche auf 12 und 13. Eisenach, Stuttgart und Lübbecke bleiben weiterhin auf den Abstiegsplätzen. Vor 2 Jahren mischte der TV Neuhausen noch im Handball-Oberhaus mit. Aktuell bilden die Schwaben jedoch das Schlusslicht der zweiten Liga. Im Saarland sollte jetzt ein Befreiungsschlag gelingen. Die HG Saarlouis verteidigt mit 24:21 gegen den TV 1898 Neuhausen die weiße Heimweste, während sich die Krise bei den Gästen weiter verschärft. Vor 1.485 Zuschauern erwischte der Tabellenletzte aus Neuhausen den deutlich besseren Start. Linksaußen Klaus Schuld mit dem 1:5 nach 8 Minuten. Saarlouis braucht etwas länger, fand dann aber doch in die Partie. Peter Walz mit dem Ausgleich zum 6:6. Während Neuhausen immer mehr an Sicherheit verlor, steigerten sich die Gastgeber und setzten sich kontinuierlich ab. Jakas Biljak mit dem 13:10 kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Saarlouis weiter die Schlagkraft und baute die Führung sogar bis auf 6 Tore aus. Jonas Faulbach per Kemper mit dem schönsten Tor der Partie. Neuhausen steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich noch einmal heran.
Der starke Andreas Bornemann mit dem 21:23 kurz vor dem Abpfiff. Doch die Gastgeber behielten ihre Nerven unter Kontrolle. Peter Walz mit dem umjubelten letzten Treffer der Partie. Die Hargeser Louis feiert somit den 5. Heimsieg im 5. Spiel. Auf die Saarländer warten nun mit Erlangen und Bad Schwartau große Herausforderungen. Der TV 1898 Neuhausen bleibt weiter Letzter und hofft sehnlichst auf Punkte in der nächsten Woche. Hier ist die Tabelle der 2. Liga. Minden bleibt an der Spitze. Erlangen und Coburg tauschen auf den Plätzen 2 und 3. Saar Louis klettert nach dem Sieg gegen Neuhausen auf 5. Im Tabellenmittelfeld bleibt es weiter spannend. Bad Schwartau fällt bis auf Platz 17. Die Abstiegsplätze bleiben weiter unverändert, mit Neuhausen als 21. Ein deutlicher Sieg gelang Phil Schrage bei der Wahl zum DKB-Tor des Monats September. Jetzt seht ihr nochmal seinen faszinierenden Siegestreffer. Jetzt das DKB-Tor des Monats wählen und gewinnen. DKB, die Hausbank im Internet. Mit großem Vorsprung hat sich das Tor von Phil Schrage durchgesetzt. Ihr habt seine akrobatische Flugeinlage mit blindem Heber als Abschluss zum DKB-Tor des Monats September gewählt. Herzlichen Glückwunsch! Eröffne jetzt dein Konto unter dkb.de/hbl und erhalte dein Lieblingsvereinstrikot als Direktprämie. Zum Schluss gibt's natürlich wieder die Übertragungstermine für die DKB-Handball-Bundesliga und den DHB-Pokal. Schaltet am Sonntag um 15 Uhr Sport 1 ein und seht den SC Magdeburg gegen die Senkrechtstarter aus Melsungen. Am Mittwoch wird dann das DHB-Pokal-Achtelfinale gespielt. Um 19 Uhr gibt's die Partie VfL Gummersbach gegen die SG Flensburg-Handewitt im Free-TV und anschließend geht's um 20.30 Uhr online weiter mit dem HSC 2000 Coburg gegen den THW Kiel. Jede Menge Live-Handball also in der nächsten Woche und spätestens seit heute wissen wir, dass neben Spielern auch Hunde gern gesehene Gäste in den Handballhallen sind. Wir sind gespannt, was sich dort in der nächsten Woche abspielt. Ihr erfahrt es auf jeden Fall bei uns, also schaltet gerne rein.